Herzlich willkommen bei Born to Pflege und es ist super, dass du heute wieder am Start bist. Und am Start sind auch aus Zschorlau die Rebecca, sie ist Einrichtungsleitung, und die Stefanie, sie ist Pflegefachkraft. Und die kriegen so toll hin mit ihrem Team, ihre Bewohner erstklassig zu versorgen und, pass auf, Spaß bei der Arbeit zu haben. Und wie sie das hinkriegen, das erzählen sie dir im heutigen Gespräch. Ich wünsche dir eine gute Unterhaltung. Ja, prima. Ich darf hier bei Born to Pflege die Stefanie und die Rebecca begrüßen aus Zschorlau. Super, dass ihr bei uns am Start seid. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Cool. Pass auf. Und zwar, ihr habt ja bei Herz und Mut mit eurem Pflegeteam, ich glaube 2018 war es, den zweiten Platz euch geschnappt und seid da nominiert worden und habt es gewonnen. Erzählt doch mal, weil ich glaube, das Besondere war, ein Bewohner hat euch nominiert. Erzählt doch mal, wer der Bewohner ist und wie es dazu kam. Also den Bewohner gibt's leider an sich so nicht mehr. Der ist verstorben ein Jahr später. Das war der Herr Böhm. Der war noch relativ jung für sein, also dass er hier sein sollte. Also der war Mitte 60 leider erst. Und ja, wir waren für den halt so ein bisschen sein Familienersatz, weil er so niemanden mehr hatte. Und das hat uns halt ein bisschen näher zusammengebracht. Und das war als unser Pate und der hat uns nominiert. Mhm. Okay. Rebecca, wie ging es dir da dabei, wenn man so als Einrichtung, als Team so nominiert wird? Welche ersten Gedanken gingen dir durch den Kopf? Naja, also ich muss ja gestehen, als wir den Anruf hatten, dass wir da hinfahren sollten, war ich total geschockt. Ich habe erst mal aufgelegt. Und dann weil ich dachte, das ist ein Werbeanruf, und dann bin ich wieder ans Telefon gegangen und dann haben die gesagt, nicht auflegen, nicht auflegen, ihr habt doch gewonnen. genau, und als es mit dem Team halt losging, war ja die Stefanie mit Initiator dafür, dass wir uns alle verkleiden. Und da musste man natürlich auch ein bisschen über seinen Schatten springen. Ja, vielleicht kann die Stefanie dir einfach nochmal was sagen, warum wir uns verkleiden mussten. Das heißt, wir mussten uns ja nicht verkleiden. Also ich hatte einfach die Idee damit zu zeigen, dass wir ja alle mal in die Lage kommen, älter zu werden und auf Hilfe angewiesen sind. Und ja, das war halt, dass wir halt uns an die Lage der alten Bewohner reinversetzen. Ne? Das stand so im Hintergrund. Und natürlich hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich ein bisschen herauszuputzen und halt ein Zeichen zu setzen einfach so, ne, für uns. Das war halt so die Idee dahinter. Das war unser Bewerbungsfoto sozusagen dazu. Genau. Ah, cool. Ja, also man merkt schon, ihr seid eine richtig witzige Truppe so. aber jetzt liegt ja da, boah, die Freude über so eine Nominierung und der Tod von dem Bewohner, das liegt ja total eng beieinander. So, wie geht's denn euch auf Station so damit? So Spaß haben mit den Bewohnern, sich darüber freuen, dass ein Bewohner gut geht und dann loslassen zu müssen? Naja, das Loslassen gehört halt dazu. Ne? Ich meine, es ist nicht der Einzige, der von uns gegangen ist in der Zeit. Und das ist halt so der Lauf der Dinge. Ne? Wir haben alle nicht das ewige Leben und der Tod gehört genauso zum Leben dazu. Und das ist natürlich ist auf der einen Seite schwierig für uns, weil wir gewöhnen uns ja auch an die Bewohner und pflegen auch engen Kontakt zu denen. Aber genauso ist es ja auch schwierig für die anderen Bewohner zu sehen, es ist wieder einer von uns gegangen, wer ist der Nächste und so. Aber letztendlich ist es ja das, was unseren Beruf auch so mit ausmacht. Ne? Wir begleiten sie auf den letzten Weg bis zum Tod halt. Ja. Mhm. Mhm. Und bei dem Bewohner haben wir halt die letzte Reise mit ihm gemacht. Das war halt auch was Besonderes. Also wir sind ja mit ihm dann nach Berlin gefahren. Und es war sozusagen sein letzter Urlaub mit uns im Hotel, bei der Nominierung, bei diesen Fotografen, bei dieser Veranstaltung. Ja, das war für uns ja auch was Besonderes, dass wir das mit ihm teilen durften. Oh, okay. Das heißt, er war da bei der Preisverleihung mit am Start. Ja. Oh, das war für ihn mit Sicherheit auch was total Besonderes. Ja. Wie hat er das so aufgefasst, da dabei sein zu dürfen?
Also ich glaube, der war im ersten Moment geschockt, dass wir gesagt haben, wenn, dann fährst du auf jeden Fall mit. Und wir sind dann früh um 6 mit dem Auto losgestartet, zu viert. Haben dann natürlich, er konnte ja nicht laufen, er saß ja im Rollstuhl und sind mit ihm dann nach Berlin gefahren. Und das Erste, was er mit uns machen musste, war Meckern checken. Der musste was machen? Ich habe es nicht richtig verstanden. Er musste mit uns zu McDonald's frühstücken, also Meckern checken. Mac-Check. Ah, cool. Genau, und dann sind wir in Berlin angekommen und sind mit ihm direkt ins Fotostudio gefahren. Und da hat ja schon die erste Hürde auf uns gewartet, weil der Fahrstuhl kaputt ist und wir mussten geführte 4 Etagen nach oben und haben halt zu 14 Rollstuhl mit Insasse nach oben getragen. Ja, das war die erste Hürde. Ja, mega cool. Also, was ich da so raushöre, ist, dass ihr unheimlich viel mit euren Leuten zusammen macht. Ja, also man könnte ja genauso gut auf die Idee gekommen, hey, Herr Böhm, vielen Dank für die Nominierung. Wir lassen dich hier in Zschorlau sitzen und fahren mal zum Party machen. Aber ihr nehmt den mit. Ja. Das ist ja der Hammer, finde ich. Ja. Der hat mit uns getanzt, wir haben mit dem Party gemacht. Wir sind mit ihm shoppen gegangen in Berlin. Ja, wir waren ja 2 Tage dort. Ah, cool. Ja, mega, mega, mega. Ja. Euch ist Teamarbeit ja unheimlich wichtig. Was macht ihr denn, dass euer Team so gut funktioniert? Wie stärkt ihr euch denn gegenseitig? Also ich glaube, so das Wichtigste ist der heiße Draht. Der heiße Draht zwischen mir als Leitung, zu den Bewohnern, zu den Mitarbeitern, aber auch, dass der heiße Draht zwischen Mitarbeiter, Bewohner und Mitarbeiter zu Mitarbeiter da ist. Also man muss sich gut kennen, man sollte sich den Freiraum lassen, auf jeden Fall auch mal außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Und und natürlich ist Vertrauen und Kommunikation ganz wichtig, ne? Also wenn das nicht gelebt wird, dann sind wir halt auch kein Team. Und da arbeiten wir hier immer wieder dran, dass das aufgebaut wird. Und da machen wir halt zusammen verschiedene lustige Sachen außerhalb jetzt von der Arbeit. Ne? Also wir haben in der Arbeit hier, haben wir zum Beispiel Teambuilding gemacht. Wir haben Humor hilft heilen gemacht. Das war so ein Kurs, den wir dann auch bei dem Award gewonnen hatten. Wir tun für die Mitarbeiter Rückenmassagen, Gesundheitskurse wie Yoga oder Trams Life. Und wir haben auch so eine Physiotherapeutin, die so unsere Mitarbeiter ein bisschen verwöhnt, wenn sie sich doch irgendwie mal verhoben haben oder so, dann ist die immer für Notfälle da. Und das war so, kam aus dem Team heraus, dass sie sich das wünschen, das bieten wir denen auch an, während der Arbeit und in der Arbeitszeit. Aber außerhalb der Arbeit, wo einfach ein bisschen eine andere Atmosphäre herrscht, da machen wir halt auch Sachen zusammen. Also wir haben zusammen eine Kanutour gemacht, wir waren zusammen beim Drachenbootrennen und haben gegen andere gekämpft, dass wir mit dem Boot nach vorne kommen und als Team gewinnen. Da war jeder dabei, jedes Alter, egal wie kräftig oder nicht. Wir waren zusammen zum Oktoberfest in Zwickau, haben dort bitte Party zusammen gemacht. Und das hilft uns einfach, sich näher kennenzulernen. Also einfach nicht auf Arbeit, in den ganzen Stress, in den ganzen Arbeitsalltag, sondern sich einfach mal anders kennenzulernen und den anderen auch zu schätzen. Und das hilft uns so ein bisschen als Team näher zusammenzukommen. Und das ist uns einfach hier in Zschorlau ganz sehr wichtig. Stefanie, Rebecca ist ja Einrichtungsleitung, wenn ich das richtig weiß. Und du bist Pflegende auf der Station. Genau. Ja. Jetzt hat die Rebecca gerade diesen heißen Draht erwähnt. Jetzt kann ich kann mir schon ein bisschen was drunter vorstellen, aber ich weiß nicht, ob es das ist, was es genau ist. Was heißt denn das, heißer Draht, und wie lebt ihr das? Naja, wichtig ist ja, den jeweiligen so anzunehmen, wie er ist. Ne? Jeder hat so seine Schwächen und seine Stärken. Und wir sind ja auch eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Ne? Also nicht jeder kommt ursprünglich aus der Pflege. Ich zum Beispiel arbeite schon 10 Jahre in der Pflege. Es gibt aber auch Quereinsteiger, die sind jetzt erst im Laufe der, also das Heim da ist dabei. Ne? Und die haben natürlich auch gewisse Schwachpunkte. Ne? Und es ist halt einfach so, du musst deinen Kollegen so annehmen, wie er ist. Also jeder hat so seine Stärken und Schwächen, wie ich schon gesagt habe. Aber du musst ja nicht gegen ihn arbeiten, sondern mit ihm. Und das ist ja auch das, was uns ausmacht. So gemeinsam ans Ziel kommen. Wir sind zwar alle aus einem verschiedenen Bereich, Hauswirtschaft, Betreuung, Hausmeister und so weiter, aber wir funktionieren ja nur im Großen und Ganzen gut. Und das ist uns halt wichtig. Und das meinte Frau Seidel wahrscheinlich, Rebecca damit, als heißen Draht. Na, das Miteinander ist uns wichtig und jeden so annehmen, wie er halt ist. So.
Okay, also so in, dass man so in den Vordergrund stellt, okay, jeder ist okay, so wie er ist, auch wenn wir unterschiedlich sind und wir sind für unsere Bewohner da. Und wenn wir dann zusammenarbeiten, dann kriegen wir eine gute Pflege für unsere Bewohner hin. Richtig. Also meiner Meinung nach nützt es ja nicht, wenn ich nur eine gute Pflegekraft bin. Ne? Das Team hält ja das alles am Laufen. Also ich kann noch so gut sein als Pflegefachkraft, aber wenn ich keinen Helfer habe, der mir den Rücken stärkt, oder keine Präsenzkraft, der mir den Rücken stärkt, dann bin ich alleine halt genauso wenig. Also ich komme nicht ans Ziel. Verstehen Sie? Also man funktioniert nur im Großen und Ganzen. Das wollten wir halt damit einfach sagen. So, und da gehört halt jeder mit rein. Genauso der Hausmeister, der halt die Löcher an der Wand wieder zumacht, oder die Hauswirtschaft, die die Zimmer sauber hält. Jeder sorgt sich ja auf eine gewisse Art und Weise um die Bewohner, die wir hier haben. Und ja, die werden halt manchmal auch vergessen, weil es dreht sich halt immer alles nur um die Pflege an sich. Na, aber um das Heim im Großen und Ganzen am Laufen zu halten, ist ja genauso eine Heimleitung wichtig wie der Koch oder so. Mhm. Na, das ist ja das, was wir vermitteln wollen. Rebecca, jetzt sieht man bei der Stefanie im Hintergrund ein Bild. Für die, die uns nur audiomäßig hören, was sieht man denn auf dem Bild und was habt ihr denn da gemacht? Sieht irgendwie witzig aus. Also man sieht ziemlich verwandelte Menschen, die sich auf was Lustiges einlassen. Wir waren zum Krimi-Dinner und wir haben die Mitarbeiter eingeladen, die haben eine Rolle bekommen zu der Einladung. Mhm. Und jeder musste sich sozusagen in die Rolle reinversetzen und zu diesem Ort oder zu dieser Veranstaltung kommen, sich dementsprechend anziehen und den Charakter spielen, der sozusagen in der Einladung stand. Mhm. Und dann waren wir dort zum Krimi-Dinner. Natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die sich auf sowas nicht unbedingt einlassen wollen. Die waren einfach so mit als Beiwerk dabei. Also die haben das einfach beobachtet, wie wir das spielen. Also da gehört bei uns einfach Als Statisten praktisch. Genau. Ne? Also bei uns gehört ja jeder dazu, auch wenn er sich jetzt nicht traut, der wird jetzt nicht dazu gezwungen. Aber bei uns ist halt wirklich so, wir sind ein sehr lustiges Team und die lassen sich auf solche Sachen ein. Und da waren wir bei uns in der Nähe hier in so einer Gaststätte und haben das Krimi-Dimmer gespielt sozusagen. Mit jedem seiner Rolle und jeder hat sich sozusagen in ein Kleid reingepresst, würde ich jetzt sagen. Rein. Nein, hat sich schön angezogen. Reingepresst. Wir sahen alle wunderschön aus und es gab dann auch einen Mordfall und wir... Da gab es Detektive und so und die haben halt, wir haben dann dieses Krimi-Dinner an dem Abend gespielt und das war richtig lustig. Also es war ein richtig cooler Abend und wir haben immer gesagt, wir wollen das unbedingt wiederholen, wir wollen das unbedingt nochmal machen. Und jetzt meine Frage, Stefanie, warst du auch dabei beim Krimi-Dinner? Ja, war ich. Wie war da am nächsten Tag die Stimmung auf Station? Gut, also ich hatte am nächsten Tag Frühschicht, deswegen konnte ich auch nicht und so lange Kater? Bleiben. Und ein Kater? Ja, nee. Also ich war auch gesundheitlich leicht angeschlagen, das weiß ich noch. Ich war auch eine der ersten leider, die gegangen ist, weil ich nächsten Tag Frühschicht hatte. Aber die Stimmung war natürlich am nächsten Tag gut. Und dann redet man wahrscheinlich drüber. Und genau, man wertet das schon aus und dass man halt das gerne nochmal machen würde und so. Ne? Also es sind auch immer solche Highlights, die wir so veranstalten. Und auch unsere erste Weihnachtsfeier, die war halt auch der Knaller. Also wir verbringen halt gerne viel Zeit miteinander und sind halt auch gerne sehr ausgelassen. No? Ja, ich glaube schon. Wenn man sich, also so wie ihr es beschreibt, wenn man so in einer ungezwungenen Atmosphäre einfach Spaß hat miteinander, dann überträgt sich das auch in den Arbeitsalltag und dann kann man den auch, na, dann ist der Kollege einfach mal schräg drauf, aber ich hatte ein tolles, spaßiges Erlebnis mit ihm und wir stehen nicht nur unter Strom Seite an Seite, wenn wir im Stress sind, sondern wir kennen uns auch von so spaßigen Veranstaltungen und dann dann hat der andere vielleicht mal einen komischen Ton drauf in der Kommunikation, aber dann verzeiht man es wahrscheinlich eher, wie wenn die Beziehungsebene wahrscheinlich nicht stimmen würde. So. Mhm. Ja. War das so euer Anliegen, Rebecca? Ja. Also wir haben ja erst 2017 neu eröffnet und es war unsere Vision auch mit, ne? Dass wir hier das so leben wollen.
Wir sind ein recht junges Leitungsteam und wir wollen es einfach mal ein bisschen anders machen. Okay. Ja, cool, cool. Jetzt ist ja die Preisverleihung, das war ja vor 3 Jahren, das war 2018. Mhm. Was hat sich denn seither bei euch getan und was nehmt ihr euch für die Zukunft auch noch so vor? Ich weiß nicht, streitet euch drum, wer oder schlagt euch, wer zuerst antwortet? Also wir haben jetzt erstmal unsere Weihnachtsfeier demnächst im November geplant. Das wird ganz cool. Wir wollen zusammen Bowling spielen und einen schönen Abend erleben. Und wir haben natürlich auch noch hier so in der Region das Fandora. Da wollen wir nochmal Schlag den Boss spielen. Das wird, glaube ich, auch ganz cool. Was? Wow. Das ist so eine Indoor-Halle, so eine Indoor-Hüpfhalle. Ja, und da gibt es so Schlag den Boss. Und da wollen wir uns stellen als Leitung gegen das Team. Und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr witzig. Also wir haben noch coole Sachen geplant. Und ansonsten, ja, wir wollen halt dranbleiben, dass wir als Team uns weiter stärken, dass wir dranbleiben. Ja, dass wir uns Voraussetzungen stellen, die da noch so kommen. Ja, vor allem wollen wir junge Leute noch dazu ermutigen, in den Beruf einzusteigen. Ne? Also ist ja gerade so, dass nicht so viele Auszubildende da sind, die gerne den Beruf machen möchten. Aber wir wollen halt zeigen, dass es halt auch anders geht, ne? Mit einem guten Team. Und also die meisten haben ein gutes Team, ne? Davon abgesehen. Aber dass wir halt das Miteinander auch wichtig finden. Oh, ja, ich gebe euch da voll recht. Das, was man in der Presse und allem drum und dran immer mitkriegt, also wenn man das so liest, da hat ja wirklich keiner mehr Lust auf diesen wunderbaren Beruf und diesen wertvollen Beruf. Ja. Manche stehen lieber bei irgendeinem Online-Händler, ich sage jetzt den Namen nicht, in der Lagerhalle und packen ihr Leben lang Pakete. Ja? Und ihr macht ja was völlig anderes und das ist so, so wertvoll. Und ja, und so was bei euch rüberkommt, ja, man kann echt Spaß haben dabei und man kann Freude und man kann intensive Momente mit den Bewohnern teilen. Ja, ist mega cool. Ja. Ja, vielen Dank euch zwei. Rebecca, dir vielen Dank. Stefanie, dir vielen Dank. Ich glaube, das ist eine voll coole Folge, weil ihr genau davon erzählt habt. Wir haben Spaß miteinander und ich glaube, das ist das, was doch die Menschen heutzutage haben wollen. Egal in was für einem Beruf sie sind. Und man kann es in der Pflege, auch in der Altenpflege erleben und man kann berührende und bewegende Momente erleben. Und das finde ich richtig cool. Ja. Hey, wir wünschen euch alles Gute für euer Pflegeteam in Cholla, auch für die Zukunft. Und dass ihr weiterhin so ein Spirit einfach leben könnt. Und wenn es mal kracht, dass ihr das dann auch wieder auf die Reihe kriegt. Ja, mega, mega cool. Hey, ich danke euch beiden. Voll gut. Danke. Tschüssi. Danke. Tschüss. Ciao, macht's gut. Ja, voll spaßig, die zwei, oder? Und voll nett, was die so im Team alles miteinander machen. Und ich bin mir sicher, du hast mit deinem Team auch schon total geile Sachen gemacht, um eine bessere Teamatmosphäre hinzukriegen. Und hey, schreib uns doch einfach. Wir laden dich gerne ein, damit wir deine Idee deutschlandweit rausposaunen können. Ich wünsche euch eine gute Woche.